Der erste Ministerpräsident unseres Bundeslandes hatte zwei Schlüsselbegriffe geprägt für Politikverständnis, die heute noch den südwestdeutschen Liberalismus tragen. Das erste ist bereits erwähnt worden, Maßwurzeldemokratie. Ich will ein zweites hinzufügen, Remstalpolitik. Damit ist nicht gemeint, die weinselige Zusammenkunft von Politikern in diesem schönen Remstal, einer der berühmtesten württembergischen Weinbaugemeinden, liegt ja dort von Stuttgart ausgehend bis nach Fellbach und Weidlingen. Nein, Rheinland-Meier ging es nicht darum, dort mit Gesinnungsfreunden zusammenzusitzen, Zigarren zu rauchen und Rollinger zu trinken. Mit Remstal-Politik hat er was ganz anderes gemeint. Er hat gesagt, die großen Probleme der Politik sind nichts anderes als die Summe der vielen kleinen Probleme der Menschen, der tagtäglichen Probleme der Menschen. Und er hat daraus eine Schlussfolgerung gezogen, auf die ich nachher nochmal zurückkommen will. Er sagte, wenn dem so ist, dann muss die Politik und vor allen Dingen die Politiker ganz nah bei Menschen sein. Sie müssen wissen, was die Menschen bedrückt. Und sie müssen klar machen, dass sie sich darum sorgen. Das ist ein ganz wichtiger Politikstil, den Rheinland-Meier hier mitgeprägt hat. Und das zweite Passwort zur Demokratie, völlig klar, Ortsvorsteher Stober hat das bereits erwähnt. Ein Staat funktioniert nur, wenn er von unten aufgebaut wird, wenn er von seinen Bürgern getragen wird. Und die Kommunalpolitik, ich war ja selber auch einige Jahrzehnte im Karlsruher Stadtrat, die Kommunalpolitik, dort betätigen sich Menschen, die für sich, aber auch für andere Verantwortung übernehmen und Dinge regeln, ohne danach zu schauen, ob man hier jetzt den Staat dazu braucht. Leider produziert unsere Gesellschaft schon seit längerer Zeit immer mehr Staatskunden als eben diese Staatsbürger, die für sich und für andere sich um die Res Publica, also um das Gemeinwohl kümmern. Und dafür gibt es jede Menge Gründe. Das fängt an, dass die Menschen sagen, wir zahlen so viele Steuern, dann soll doch bitte der Staat die Dinge für uns erledigen. Was soll ich mich da noch engagieren? Der ausufernde Sozialstaat hat dazu geführt, dass das, was wir im Christentum als Nächstenliebe kennen, dass sich also Menschen für andere engagieren, immer weiter zurückgeht. Oder das, was wir im Humanismus als Solidarität bezeichnen. Und die ausufernde Bürokratie, die Regelungswut des Staates, führt ja im Endergebnis dazu, dass der Staat Menschen daran hindert, Dinge, die er selbst regeln könnte für sich, dass er die auch nicht mehr regeln kann und dass er diese Dinge auch nicht mehr für sich selbst erledigen kann. Meine Damen und Herren, mich hat als junger Mensch ein Satz bewegt, der genau dieses Politikverständnis auch zum Ausdruck bringt, nämlich der Satz, den John F. Kennedy bei seiner Antrittsrede als gewählter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gesagt hat, wo er ausführte, frage nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern was du für den Staat, gemeint also für das Gemeinwohl, tun kannst. Und Klaus Merz, der war immer Staatsbürger. Der war nicht Staatskunde. Er war immer für die anderen da. Und so war es ja folgerichtig, dass du dich übrigens genauso wie ich selber sehr früh für die Politik engagiert hast, bei den Freien Demokraten und damals bei der Jugendorganisation der Liberalen, den damaligen deutschen Jugenddemokraten. Bereits in den frühen 60er Jahren, ich bin 1964, den Jugenddemokraten und der FDP beigetreten und wir haben auch noch eine andere Parallele. Klaus, du warst hier der jüngste Stadtrat bei deiner ersten Wahl in der damaligen noch selbstständigen Gemeinde Neureuth im Jahre 68 und im Jahr 1971 in Karlsruhe der jüngste Stadtrat, als ich damals zum ersten Mal in das Stadtparlament gewählt worden bin. Und deshalb sind wir uns ja auch relativ früh schon begegnet. Ich will mal zwei Episoden hier erwähnen. Die erste stammt aus der Zeit der ersten großen Koalition in dieser Republik, von 1966 bis 1969. Kurt Georg Kiesinger war Bundeskanzler und führte die erste große Koalition in Deutschland. Und der Kreisverband der Deutschen Jugenddemokraten, Kreisverband Karlsruhe Land,
der unvergessene Karl-Heinz Popol war ja einer der großen Kämpfer, hat damals eingeladen zu einem Schlachtfest. Und zwar nach dem Motto, wir schlachten die schwarz-rote Sau. Heute würde sich kein Mensch nur aufregen. Das hatte damals einen mittelgroßen Skandal hervorgerufen. Also beide Konfessionen haben große Resolutionen hier neu heute verabschiedet. Die konkurrierenden Parteien haben getobt wie die Wahnsinnigen. Wir waren relativ gelassen. Das Fest war übrigens hervorragend, war jede Menge Stimmung da. Und wir waren über lange Zeit in vielerlei Munde. Und die zweite Episode, Herr Stober hat es auch schon erwähnt, war die Schlacht um die Selbstständigkeit von Reut bzw. die Eingliederung zur Stadt Karlsruhe. War 75 fiel die Landtagsentscheidung. Und kurz vor der Abstimmung, ich war damals schon Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg, meiner ersten Legislaturperiode, kann ich mich noch gut daran erinnern, wie die Neureuther Delegation, über alle Parteien hinweg natürlich, aber sehr stark die Liberalen gekommen sind, und haben Vergissmeinnichtchen verteilt an die Abgeordneten. Nach dem Motto, denkt an Neureuth bei der kommenden Abstimmung, vergesst uns nicht und steht für die Selbstständigkeit von Neureuth. Übrigens, die FDP-Landtagsfraktion war die einzige, die für die Selbstständigkeit von Neureuth als geschlossene Fraktion gekämpft hat. Ich habe damals für die Selbstständigkeit von Neureuth gestimmt, habe mir jede Menge Ärger eingeholt natürlich bei meiner eigenen Fraktion im Karlsruher Stadtrat. Einige sitzen ja hier und wissen das ja. Genauso der Oberbürgermeister Dulikopf, der längere Zeit nicht gut auf mich zu sprechen war. Aber wie auch immer, es ist leider nicht so gelaufen, wie das die FDP-Landtagsfraktion sich gewünscht hätte. Aber weshalb ich es erwähne, ist Folgendes. Du warst ja auch einer der ganz großen Kämpfer in dieser Frage. Du hättest dich ja nach dieser negativen Entscheidung für Neureuth grollend und schmollend aus dem Geschäft zurückziehen können. Hat er nicht getan, er hat genau das Gegenteil gemacht. Du hast dich engagiert in den Eingemeindungsverhandlungen. Du hast für die Rechte und für die Chancen der Gemeinde Neureuth gekämpft. Und in deiner ganzen Zeit als Stadtrat und später als Ortschaftsrat des Stadtteils Neureuth hast du dich immer als Sachwalter der Interessen Neureuths ausgezeichnet, weil du auch alle Details dieser damaligen Eingemeindungsverhandlung bis zum letzten Punkt kanntest. Du warst, es ist vorhin erwähnt worden, fast 46 Jahre Stadtrat, Gemeinderat und später Ortschaftsrat. Ich habe mir mal deine Wahlergebnisse angeschaut. Du bist damals gewählt worden noch in der selbstständigen Gemeinde Neureuth, 68, mit 1746 Stimmen. Und das hat sich Stück für Stück gesteigert. Dein zweitbestes Ergebnis, das war unmittelbar nach der Schlacht um die Selbstständigkeit von Neureuth, da hast du dann schon 2801 Stimme bekommen. Das war also die zweite Legislaturperiode für dich dann als Ortschaftsrat. Und was ich besonders schön finde, in deiner letzten Legislaturperiode, die im Jahre 2014 geendet hat, hast du die höchste Stimmenzahl erreicht, die du jemals bei einer Gemeinderatswahl hier in Neureuth erreicht hast, nämlich mit 2827 Stimmen. Meine Damen und Herren, das ist nicht reine Statistik, sondern das zeigt, welches großes Vertrauen du in dieser Bürgerschaft von Neureuth gehabt hast und nach wie vor noch hast. Und diese Stimmen, davon bin ich zutiefst überzeugt, waren nicht nur FDP-Stimmen, dann hätten wir ja eine Partei, die kurz vor der absoluten Mehrheit steht. Diese Stimmen sind auch aus den Lagern von CDU und SPD gekommen, weil sie dich als Persönlichkeit schätzen und deshalb dir auch dann die entsprechenden Stimmen bei der Wahl gegeben haben.